Die Schiebetürsysteme der GC Levolan-Serie sind die filigranen, designorientierten Lösungen für manuelle Schiebetüren im Innenbereich. Mit dem Levolan 120 als Erweiterung zum Levolan 60 ist das Schiebetürsystem nun noch flexibler einsetzbar. Für Sicherheit und Komfort sorgen der Aushebeschutz und die optionale Einzugsdämpfung Levolan Softstop. Das clevere Levolan SmartFix Montagesystem ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der Schiebetürsysteme. Die Levolan-Serie ist für die Montage an Wänden, Decken und Glasoberlichtern geeignet. Sogar eine verdeckte Montage in der Decke ist möglich. Sämtliche herkömmlichen Flügelmaterialien können bequem mit dem Levolan-Beschlag verwendet werden, beispielsweise Glas, Holz, Metall oder Kunststoff. Wir zeigen die Montage am Beispiel eines Levolan 120 an einem Glasflügel mit Einzugsdämpfung Levolan Softstop. Beginnen Sie mit der Montage des Levolan-Rollenwagens, indem Sie zunächst die passenden Glasklemmeinlagen gemäß der Glasdicke des Flügels auswählen. Kleben Sie die selbstklebenden Klemmeinlagen in den Rollenwagen. Wenn Sie den GC Levolan zusammen mit der Einzugsdämpfung Levolan Softstop nutzen möchten, entfernen Sie zunächst die standardmäßig mitgelieferte Feststellfeder am Rollenwagen. Bei einer Glasflügelmontage wird für einen sicheren Halt am Glas der selbstklebende Gummipuffer am Levolan Softstop angebracht. Der Levolan Softstop wird dann am Rollenwagen an der Stelle montiert, an der sich zuvor die Feststellfeder befunden hat. Der Levolan Softstop kann dabei zur Dämpfung sowohl in Schließ- als auch in Öffnungsrichtung angebracht werden, als linke oder rechte Montagevariante. Im Falle einer Glasflügelmontage entfetten Sie dazu die Glasscheibe im Montagebereich. Anschließend setzen Sie die Klemmkörper der Rollenwagen auf den Glasflügel. Fixieren Sie diese über die Klemmschrauben mit einem Drehmomentschlüssel. Das Anzugsmoment beträgt hierbei 10 Newtonmeter. Für die Auslöseeinheit des Levolan Softstops wird zunächst der dafür vorgesehene Vierkantstift in den Blendenhalter geschoben. Beachten Sie hierbei die Position der Einkerbungen am Stift. Diese müssen beim Einstecken von vorne sichtbar sein. Stecken Sie den Blendenhalter, die Abstandshalter und den Anschlagspuffer zur Levolan Softstop-Auslöseeinheit zusammen. Hiermit wird der Start- und Endpunkt der Einzugsdämpfung automatisch definiert. Dies vermeidet lästiges Ausmessen und verkürzt so die Montagezeit. Schieben Sie die zusammengesteckten Elemente mit zusätzlichen Blendenhaltern in die Laufschiene. Montieren Sie nun die Laufschiene je nach Einbausituation gemäß der Montageanleitung, in diesem Fall an der Decke. Achten Sie dabei zwingend darauf, dass die Montage der Laufschiene lotrecht und waagrecht ohne Verdrehung erfolgt. Nachdem das Bodenprofil und das Festfeldprofil montiert und die Glasscheibe des Festfeldes eingestellt wurde, verschrauben Sie das Festfeldprofil mit der Laufschiene. Trennen Sie das multifunktionale Dichtungsgummi an der vorgegebenen Schnittkante durch leichtes Auseinanderziehen. Wählen Sie die entsprechenden Dichtungsgummis in Abhängigkeit der Glasdicke aus. Drücken Sie die Dichtungsgummis beidseitig der Glasscheibe in das obere Festfeld- und Bodenprofil ein. Montieren Sie die entsprechende Bodenführung für den Glasflügel. Reinigen Sie anschließend die Lauffläche der Laufschiene, um Beeinträchtigungen der Rollenwagen zu vermeiden. Sie können jetzt auch das Abdeckprofil zwischen Laufschiene und Festfeldprofil einklipsen. Hängen Sie den Flügel mit den Rollenwagen von vorne in die Laufschiene ein. Justieren Sie anschließend die Höhe des Flügels über die Innensechskantschraube am Rollenwagen. Sobald die Höheneinstellung mindestens um 30 Grad verdreht wird, greift automatisch die Aushebesicherung des Beschlags. Danach wird über die Kontermutter die Höhenposition des Flügels fixiert. Befestigen Sie für die Einzugsdämpfung an der gewünschten Endposition des Flügels zuerst den Anschlagpuffer und danach den verbundenen Blendenhalter der Levolan Softstop-Auslöseeinheit. Anschlagpuffer und Blendenhalter werden mit 2 Newtonmeter fixiert.
prüfen Sie den Türflügel auf Leichtgängigkeit sowie die korrekte Position der Anschlagpuffer. Stellen Sie die Bodenführung auf die eingebaute Glasdicke ein. Fixieren Sie anschließend die restlichen Blendenhalter im Abstand von nicht mehr als 400 mm. Schließen Sie die Montage ab, indem Sie die vordere Abdeckblende in die Blendenhalter einklipsen. Der GC Levolan 120 ist nun betriebsbereit. Wenn Sie keine Glasflügel, sondern beispielsweise einen Holzflügel oder einen anderen Rahmenflügel nutzen möchten, entfällt das Einkleben der Glasklemmeinlagen bei der Vorbereitung des Rollenwagens. Schrauben Sie stattdessen das optionale Klemmprofil für den Rollenwagen auf den Flügel. Die nachfolgenden Montageschritte erfolgen weitestgehend analog zum Vorgehen beim Glasflügel. Beachten Sie jedoch, dass eine spezielle Bodenführung verwendet werden muss, die für Holzflügel bzw. die entsprechende Flügelart geeignet ist. Auch die Montage eines Levolan 60 funktioniert weitestgehend analog zum gezeigten Beispiel. Bitte beachten Sie, dass die maximalen Flügelgewichte je Beschlagvariante nicht überschritten werden. Beachten Sie beim Aufbau immer die entsprechenden Sicherheits- und Montagehinweise der aktuellen GC-Montageanleitungen sowie die Wartungshinweise.